Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Topspin 2K25 mit meiner Tenniskarriere. Ja, wir sind hier immer noch im fünften Jahr, haben Dings abgeschlossen. Wir wissen die Turniere, die Gewinne, zwei TS 500 Turniere unten rechts, wie ihr seht, das haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns an die ATP Masters 1000 dran machen. Und da habe ich schon ein Turnier ausgeguckt. Ich habe schon soweit vorgespult, sodass das Turnier starten kann. Und zwar werden wir das Turnier ATP Masters 1000 Einzel Rolex Shanghai Masters spielen. Hartplatz. Und ja, gucken wir mal, was wir da so erreichen können. Da sind die Gegner wesentlich schwieriger. Und ja, mal gucken, wie das so läuft. Aber ich werde mal eben. Ne, war das hier? Ne, hier war das nicht. Hier. Ich habe da, glaube ich, noch so ein paar Boni-Dinger, ne? Ja. Davon werden wir mal eins aktivieren. Kriegen wir ein bisschen mehr XP. Dann werden wir das Turnier beginnen. Rolex Shanghai Masters. Moment mal, ich würde eben was machen. Aha, genau. So. Na dann. Gehen wir rein, Leute. Hoffe ich hier nicht so direkt einen schweren Gegner, ey. Diesen Monat machen die Spieler beim vorletzten ATP Boah. Masters 1000 des Jahres in Shanghai Station. Carlos Das Alcaraz haben Stadium ist wir ein als Gegner. architektonisches Wunderwerk. Ist doch Sein Dach unfair. lässt sich einfahren und sieht aus wie die offizielle Blüte der Stadt, die Naja. Magnolienblüte. Müssen wir es jetzt ist durch. eine spektakuläre Arena, das steht fest. Das gilt hier in Shanghai auch für das Alcaraz, Geschehen Junge. auf dem Platz. Und das Publikum sorgt für eine Stadionatmosphäre wie sonst nirgendwo auf der Welt. Ja, die Fans hier sind wirklich unglaublich. Aber genug geredet. Die ersten Matches fangen gleich an. Schauen wir uns das an. Ja, so ungefähr. Ja, gegen Alcaraz. Wird nicht einfach, Leute. Er ist Weltranglisten Nummer 1. Wir sind als 16. gesetzt, als letztes Mitglied hier. In dem Turnier. Ja, naja, was soll ich sagen? Leute, geh mal rein ins Achtelfinale. Ja, schauen wir uns mal an. Und los geht's, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss das sein? Wieso kriege ich so einen Brocken direkt? It's a beautiful day and the crowd is ready to enjoy great action on the court. Ladies and gentlemen, welcome to Qijong Stadium for the first round of the Rolex Shanghai Masters. Ja. First set, Alcaraz to serve. Alcaraz schlägt auf als erstes. Ja. Nur viel dazu. Keine Chance. Love.
40-15. Wow. Game Alcaraz. Alcaraz leads one game to love. First set. Okay. Ja. Yes. 30 love. Yes. 40 love. Mm-hmm. 40-15. Kommt der noch dran? Yes. Game Agassi. 1-1. Yes. 15 all. Okay. Ja. 30-40. Breakball. Game
Jetzt. Game Agassi. Game Agassi. 2 zu 1 für uns. Oh mein Gott. Ja. 30-0. Thank you. Ja. 40 love. So ist das fein. Alter. Drei Satzbälle haben wir. Ja, 3-2 im ersten Satz gegen den Weltranglisten ersten. Oh. Fein, fein, fein. 2. Satz beginnt. Second set. Okay. 15 love. Game Alcaraz. Alcaraz leads one game to love. Second set. 15 love. Hey, was macht ihr da? Wieso bleibt ihr da stehen, Junge? Oh. 40, 15.
Oh Mann, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Kehr noch mal. Zweimal das gleiche. Oh mein Gott. Mann, ey. Advantage, Agassi. Yes. 1-1. One game off. Yes. Love 15. Jawohl. Ja, Alke, hast du nicht deinen Tag heute, ne? Ja, drei Breakbälle, Leute. Ich dachte, geht es aus. Ja! Game Agassi. Oh, 2-1 für uns im zweiten Satz. Yes. 15 love. Huh? Yeah. 30 love. 30-0. Keine Ahnung, was mit Alcaraz heute los ist. Schlechten Tag. Man weiß es nicht. Ja. 40-0 und somit haben wir drei Matchbälle, Leute. Drei Matchbälle gegen den Weltranglisten ersten Alcaraz. Das war's. 3-1, 3-1 gegen Alcaraz. Wir spielen hier auf Schwierigkeit hoch, Leute. Ne? Hab ich noch vergessen zu sagen. Ja.
Jo, unser nächster Gegner beim nächsten Mal ist Ben Shelton, Weltranglisten 8. Ich brauche gar nicht nachzugucken, der ist überall besser. Ob jetzt Vorhand, Rückhand, Aufschläge, ach du meine, 90 hat er Aufschläge. Ob jetzt Volley, Power, überall besser. Aber es bleibt in so einem Turnier nicht aus, da werden nimm nur halt die besten Teil, ne? Die T1000 Dinger, Rolex Shanghai Masters. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. War vielleicht nicht äußerlich spannend, aber ich fand es cool. Hat Spaß gemacht, gegen den Weltranglisten erstens zu zocken und zu gewinnen, natürlich. Natürlich nicht, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann kommentiert, falls ich Leute, lasst einen Daumen hoch da, lasst viel Liebe da. Supportet mich, teilt meine Videos und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich mega, mega freuen und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und somit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.